So, meine Damen und Herren, nach dem Debakel in der letzten Exalt-Mission würde ich mal vorschlagen, wir machen mal eine kleine Taktikanalyse bzw. eine kleine Strategieplanung. Das heißt, ich habe mir hier gerade eine wundervolle Karte rausgesucht, die ab einem absolut realistischen Setting von XCOM entspricht. Und ich würde ganz gerne daran so ein bisschen mal besprechen, wie ich eigentlich jetzt zukünftig vorgehen möchte. Zukünftig würde ich ganz gerne mit zwei Scharfschützen spielen, einem Mech, einen Stürmer und entweder zwei schweren Einheiten oder einer schweren Einheit und eine Unterstützungseinheit. Das sind zusammen sechs Einheiten, die mir zur Verfügung stehen. Und die würde ich ganz gerne wie folgt aufstellen. Zunächst einmal würde ich den ersten Scharfschützen, das wäre wahrscheinlich Solowjow, der für mich immer dabei sein soll, als erster Scharfschütze, da ungefähr bei der Scheune positionieren, wahrscheinlich auf einem Gebäude, das heißt auf einem Dach. Einen weiteren Scharfschützen würde ich dann aufs Krankenhausdach stellen oder auf den Helikopterlandeplatz, also auf ein weiteres höheres Gebäude, das nicht direkt dasselbe Gebäude ist wie vom ersten Scharfschützen, weil falls eine Position kompromittiert wird, wäre das ganz günstig, wenn wir da gleich zwei davon haben. Außerdem könnten die sich dann eventuell gegenseitig decken und damit hätten wir auch schon ein Kernelement meiner zukünftigen Taktik. Ich würde ganz gerne niemanden mehr wirklich alleine lassen, niemanden mehr alleine vorpreschen lassen und jeder oder viele sollen sich wenigstens in einer Position gegenseitig decken können. Das heißt, die beiden Scharfschützen werden das künftige Spielfeld möglichst komplett einnehmen oder möglichst viel davon abdecken und auch sich gegenseitig vielleicht decken können. Dann ist ein weiteres zentrales Element der Mech. Der Mech wird möglichst immer in der Mitte stehen, weil der letztendlich auch am meisten aushält, nötigenfalls auch am meisten Schaden austeilt und sich eh nicht großartig verstecken kann vor irgendwelchen Einheiten, weil er nicht in Deckung gehen kann. Deswegen befindet er sich ungefähr da bei den Schaukeln, bei dem Spielplatz, die witzigerweise das Wort Aua formen aus meiner Sicht. Und da soll er auch genau das machen, Aua nämlich. Flankiert wird der Mech von zwei schweren Einheiten, nämlich erstmal das Szenario. Einmal links bei der Schule, einmal rechts, ein bisschen nördlich vom Krankenhaus, in der Nähe des, was soll das sein, Hafens wahrscheinlich, oder des Strandes. Die drei Einheiten, also Mech und die beiden Schweren, sollen möglichst viel Schaden logischerweise verursachen und halt sich auch gegenseitig Deckung geben können. Nun haben wir aber natürlich eine Lücke zwischen den Scharfschützen und den Mech und den schweren Einheiten. Die eine Lücke zwischen den Scharfschützen 1 und der ersten schweren Einheit wird geschlossen von einem Stürmer oder einer Stürmerin. Die soll möglichst flexibel eingesetzt werden. Die Stürmerin, habe ich jetzt beschlossen, sollte nicht nur komplett an der Front eingesetzt werden, sondern auch durchaus mal die Scharfschützen halt schlichtweg unterstützen. Denn falls jemand tatsächlich oder in die Nähe des Scharfschützen kommt, sage ich mal, Solowjow, sollte es ganz gut möglich sein, dass die Stürmerin oder der Stürmer mit Sturm und Schuss hingeht, zwei Schüsse direkt auf den Gegner abfeuern kann, die Einheit möglicherweise ausschalten kann, den Solowjow bedroht, und dann wieder zurück ins Feld gehen kann oder nötigenfalls eben nach vorne zu den Schweren oder zum Mech oder irgendwas zu regeln. Das wäre eine Idee. Falls wir nur mit einer schweren Einheit spielen und die andere schwere Einheit durch Unterstützungseinheit ersetzt wird, würde ich die Unterstützungseinheit ebenfalls in einer etwas nachgelagerten Flanke vom Mech einsetzen, also zwischen zweiten Scharfschützen oder Scharfschützin und dem Mech und damit sozusagen so eine etwas zurückgezogene Flanke bilden. Das ist meine Theorie. Ob das so in der Realität eingesetzt werden kann, glaube ich nicht immer, weil das bedingt auch so ein bisschen, dass wir ein relativ offenes Setting haben. Beim Gebäudekampf muss das sowieso irgendwie anders gehen. Aber auch im Gebäudekampf würde ich ganz gerne es weiterhin so belassen, dass ich einfach mal möglichst mindestens Pärchen bilde, dass wir mindestens drei Pärchen haben. Und diese Pärchen sollen sich bitte auch gegenseitig decken können. Also nicht nur das Pärchen in sich, sondern auch ein Pärchen oder ein anderes Pärchen decken können, falls mal irgendwas schief geht. So, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis gleich in der Folge. Okay, nach dieser kurzen Taktikbesprechung kann es ja jetzt weitergehen. Erstmal gehen wir in die Kaserne, um meine Soldaten anzuzeigen. Es dürften ja einige verletzt sein und wir haben tatsächlich einen weiteren Scharfschützen. Alles klar, zu befördern. Gut, wenn wir irgendwas brauchen, sicherlich noch mehr Scharfschützen. Alles klar, aber Präzisionsschuss ist sicherlich eine sinnvolle Möglichkeit für einen Scharfschützen. Herzlichen Glückwunsch. Wer ist denn alles? Also wir haben jetzt mal zwei Scharfschützen. Bapela, klar, du warst gerade im Einsatz. Unsere andere Scharfschütze ist gerade leider verwundet. Wie lange bist du denn verwundet? Wo bist du denn? Hier, Frau Jakobsen, 4 Tage, das geht noch. Mein Mech-Kämpfer ist für 3 Tage verwundet.
Alles klar, dann haben wir aber, glaube ich, noch einen Ersatz, nicht wahr? Ja, Herrn Murphy. Also der ist nur für 3 Tage verwundet, als Teil der Gunnar Berg, der war ja vorher schon verwundet. Okay, ist irgendwer lang verwundet? Ja, der Jedi ist immer noch 10 Tage verwundet, das ist richtig lang. Aber mir wurde auch gesagt, dass ich eventuell ein Upgrade mal erforschen sollte, dass die Verwundungszeit dort nicht reduziert. Und das würde ich gerade mal machen, denke ich, oder gleich machen. Ich gucke gerade noch ein bisschen weiter. Unterstützer sind beide noch verwundet, 4 bzw. 6 Tage. Also werden wir darauf ein bisschen verzichten müssen. Okay, und wir haben keinen Schweren mehr. Doch, beide sind auch verwundet, alter Schwede. Das heißt, wir müssen jetzt neue Soldaten langsam mal anfordern. Wir haben nämlich noch. Ach, müssen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben noch ein paar Leute, die wir ausprobieren können. Und gehe einfach jetzt mal der Reihe nach von oben nach unten. Die haben sich alle so verdient, wie sie gerade reingekommen sind. Das wird bestimmt eine total wichtige Rolle spielen, diese Reihenfolge hier. Deswegen werde ich demnächst einfach irgendwelche Soldaten von oben nach unten nehmen und hoffen, dass er ab und zu ein Schwerer dabei ist oder ein weiterer Unterstützer. Alles klar. War kurz. Offiziersschule, war das hier? Ja, ich glaube. Gute Besserung, das müsste es wahrscheinlich sein. Soldaten erholen sich doppelt so schnell von Kampfverletzungen. 150 Credits. Die sollte ich vielleicht mal einsetzen. Wofür habe ich eigentlich? Wo habe ich eigentlich 150 hier? Ach, für meinen Einsatz wahrscheinlich gerade. Dann würde ich es gerade mal machen. Weil ich bin so oft mit meinen Leuten verletzt, dass es vielleicht keine so schlechte Idee wäre. Was wäre es denn noch? Eiserne Willenskraft. Soldaten bekommen bei jedem Beförderung einen höheren Bonus auf die Willenskraft. Ja, okay. Man lernt schnell. Jeder Abschluss bringt 25% mehr Erfahrung. Brauche ich. Also, diese Erfahrungsupgrades finde ich bei Spielen immer so ein bisschen, naja. Da ist ja, also es ist insgesamt natürlich nicht verkehrt, wenn es eine sehr hohe Levelgrenze gibt, die man eh nicht erreichen kann, aber es ist, oder eh kaum erreichen kann. Aber in vielen Spielen führt es letztendlich dazu, dass ich bei der zweiten Hälfte des Spieles oder beim letzten Drittel des Spieles gar nicht mehr auf die Beförderung oder sowas großartig gucken muss, weil ich dann schon alles Maximum erreicht habe und das Spiel wird nicht mehr so spannend, deswegen lasse ich das eigentlich meistens sein. Gutes Beispiel, der Truppführer überträgt seine Willenskraft auf alle Truppen, mit denen in der Nähe, die weniger Willenskraft haben. Nette Idee. Die Grundlagen, neue Rekruten werden automatisch von Soldaten befördert. Das ist vielleicht eine gute Idee. Aber ich möchte ganz gerne meine Rekruten auch ab und zu mal ausprobieren im Kampf, das finde ich mir eine ganz nette Idee. Alles klar. Was bleibt noch zu tun? Satellit abwarten. Satellitenkontrollzentrum abwarten, alle Gebäude abwarten, Dinge abwarten hauptsächlich. Na gut, dann machen wir das einmal. Haben wir nicht einmal eine Forschung, die bald. Titanrüstung ist in 6 Tagen fertig. Alles klar. Und in 20 Tagen der Ratsbericht. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal zur richtigen Karte, da wo wir hingehen wollten, und scannen nach Kommandant, Aktivitäten. unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf ihrem Befehl kann der Wunderbar. Einsatz erfolgen. Wir haben Werkstattrabatt. Erstmal kurz weitermachen. Ich nehme an, aber Satellit gebaut 1, aber wir können ihn noch nicht starten, weil wir das Maximum unserer Satelliten erreicht haben, nicht wahr? Ich gucke trotzdem vorsichtshalber mal. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität Ja, erreicht. ganz genau. Weitere Zentren erforderlich. Und die kommen erst in 4 Tagen oder so. In 3 Tagen, alles klar. Darauf warten wir jetzt hauptsächlich. Und der Firestorm wird bald gebaut. 2. Firestorm-Herstellung. Abgeschlossen, das freut mich sehr. Das Kontrollzentrum müsste auch nicht abgeschlossen sein. Ich habe wirklich völlig vergessen, wo ich den Firestorm einsetzen wollte, wenn ich ehrlich bin. Wir können uns das Ganze mal kurz am Lagerzentrum angucken. Ich habe offene Ratsaufträge. Offene Aufträge 0. Okay. Ja, also außer, dass ich den Außerwelt-Alien fangen soll, was ich nur mit dem UFO hinkriege. Ich muss gerade mal gucken. Wir haben, in Afrika. Ach, immer, wir haben jetzt. Den Firestorm haben wir jetzt in Europa. In Afrika haben wir nur einen Jet. Ich glaube, den Firestorm würde ich mal in Europa einfach lassen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Gehen wir kurz mal zum Hangar. Schiffsliste ansehen. Genau. Wir haben jetzt. Wo ist denn der Firestorm? Ist der Demon 2? Ist das ein Firestorm? Wir haben einen in Afrika. Das ist. Haut doch hin, oder? Wunderbar. Dann würde ich wieder warten, bis das Satellitenkontrollzentrum fertig ist. Satellitenkontrollzentrum bereit. Hervorragend. Und jetzt kann ich sofort endlich einen Satelliten starten und den nach Australien schicken. Ach, verdammt, stimmt. In Australien. Wir müssen sofort einen Jäger nach Australien schicken, logischerweise. Und den schicken wir. Dem schicken wir einen Raven 1 mit einer Phönixkanone. Transfer nach Australien. Es gibt kein Australien, es gibt nur Asien. Ja, dann schicken wir auf jeden Fall nach Asien. Ich hoffe, dass Asien jetzt zu Australien gehört. Warte mal, das können wir kurz nachprüfen im Lagezentrum. Das ist ein bisschen irritierend gerade. Das Lagezentrum Australien.
Kann man das irgendwie anklicken? Nein. Nein, hallo? Ich nehme an, das gehört jetzt zu Australien. Okay, dann starte ich einen Satelliten. Werde ihn nach Australien machen. Ach, Australien gehört zu Asien, alles klar. Satellit starten. 5 Tage Flugzeit. Ich hoffe, bis dahin das... Gestartet. Ja, ich weiß, keine Abfangjäger in Asien stationiert sind, aber das kriegen wir hin, weil wir auch einen Jäger von hier... Hoppala. Nach, also kann ich das irgendwas, kann ich Waffe ändern? In Avalanche-Rakete, die brauchst du nicht. Einen Jäger, transferieren werden nach, Asien. Was nur 3 Tage dauern wird. Prima. Da ist der Jäger da, bevor der Satellit da ist und ich hoffe, das geht sich dann aus. Das Kraftwerk ist in 2 Tagen fertig. Bin gespannt. Stromgenerator bereit. Sehr schön. Dann kann ich nämlich jetzt weitermachen. Ich hatte mir irgendwo Notizen gemacht, was ich mit dem Stromgenerator machen wollte. Genau. Nach dem Kraftwerk wollte ich eine Gießerei für 75 bauen. Alles klar. Habe ich 75 gerade auf Lager? Habe ich natürlich nicht. Ich habe nur 46 auf Lager. Das heißt, wir müssen mal wieder den Schwarzmarkt besuchen und irgendwo 29 Credits herbekommen. Oder 29 Paragraphen, wie es natürlich richtig heißt. Ich würde, glaube ich, mal ein paar Legierungen verkaufen. Das ist, glaube ich, nicht so... Ja, aber ich nicht ganz so viele, ganz so wenig davon. 30 sollten passen. Wunderbar. Da kann ich ja jetzt in der Technikabteilung eine Einrichtung bauen. Und zwar eine Gießerei, die sich unterhalb der Werkstatt befinden sollte, weil dann ein Bonus kommt, nicht wahr? Baubeginn. Baubeginn. Wunderbar. Da habe ich das schon mal abgehakt. 75 Paragraphen für die Gießerei. Und irgendwann werde ich vielleicht noch ein weiteres Kraftwerk bauen, aber das muss ich gerade nicht jetzt machen. Irgendwann vielleicht mal so ein Heizkraftwerk hier, also so ein Dampfkraftwerk. Alles klar. Gut, dann haben wir alles Wichtige schon mal gerade abgeschlossen aus meiner Sicht. Ich versuche gerade möglichst taktisch vorzugehen, damit ich jetzt nicht irgendwie da irgendwelche Länder verliere. Die Talrüstung ist in 2 Tagen fertig. Ich hoffe, dass die Jägerverlegung nach Asien ein bisschen dazu führt, dass die Panik da ein bisschen sinkt. Eins. Panik in Indien. Unkontrollierte Aktivitäten lösen eine Massenhysterie aus. Es besteht die Gefahr, dass wir dieses Land als Ratsmitglied verlieren. Panik ist erhöht. Alles klar. Exhort-Operation. Wo denn? In Indien. Na, das passt ja so wunderbar. Panik erhöht. Agitatoren von Exhort haben die Panik angeheizt. Die Exhort-Zelle wurde enttarnt, wird aber schon bald wieder in den Untergrund abtauchen. Auf zum Lagerzentrum. Wir werden eine verdeckte Operation natürlich starten. Indien ist eins der möglichen Ziele oder eins der möglichen, eine der möglichen Basen von der Exhort-Hauptzentrale, ebenso wie Lateinamerika und Mexiko. Ich möchte nicht Solovyov losschicken, nein. Bapeda ist schon gut dafür, der hat seinen Job wirklich gut gemacht. Dann Spionsmission entsenden. Exkom-Einsatzkraft gegen Exhort-Stellung in Position in Indien. Jawohl. Und ich bin gespannt. Wie lange wird das Ganze dauern? Verdeckte Operation in 6 Tagen. In die Forschungslabore. Oh. Commander in die Forschungslabore. Dann gehen wir mal los. Ach wunderbar, Titanrüstung. Die Titanrüstung gehört zu den schwersten Schutzanzügen und wird unter Verwendung eines außerirdischen Elements hergestellt, dem sogenannten Illyrium. Es sorgt für eine ständige Servounterstützung des Trägers im Gefecht. Da unser Vorrat an diesem Element sehr knapp ist, haben wir versucht, es in unseren Entwicklungsprojekten auf die effizienteste Weise einzusetzen. In diesem Fall versorgt die Illyrium-Brennstoffzelle ein integriertes Kühlsystem, das dazu ausgelegt ist, durch Regulierung der Körpertemperatur die Ermüdung des Trägers zu minimieren. Dieses System verleiht der Titanrüstung zusätzlich eine verstärkte Widerstandsfähigkeit gegen Gefahren wie Feuer und Gift. Wir werden die Titan-Technologie auch in unsere Mech-Entwürfe mit einfließen lassen, sodass wir die Mech-2-Anzüge auf die neue Mech-3-Konfiguration aufrüsten können. Cool. So, wir haben jetzt Titan-Rüstung zur Herstellung und einen Mech-3-Paladin zur Herstellung. Cool. Aber ich würde ganz gerne noch gucken, was das war mit den Mech... Egal. Mech-Bauen aufrüsten. Kann man da irgendwas machen? Wir könnten... Baukosten, wir brauchen nicht. Wir haben dich, kann man nicht irgendwie aufrüsten? Wegbauen, aufrüsten? Oder muss man dafür die Rüstung selber bauen? Ich meine, gut, wir haben gerade eh kein wirkliches Geld dafür, vielleicht sollten wir das gerade mal sowieso sein lassen. Forschung, ich würde gerne ein neues Forschungsprojekt beginnen, würde aber gerade mal gucken, ob wir das Forschungsarchiv uns angucken können. Denn wir haben gerade die Titanrüstung gefunden.
die ich mir gerne mal durchlesen möchte. Wo ist er denn? Mein Gott, das ist. Achso, das ist nach. Nach was ist das hier? Nach was ist das hier gesortiert? Titanrüstung, was denn? Hier war's, der wunderbar. Die Titanrüstung gehört zu den. Das hat man gerade schon. Ach, Mech 3 Paladin. Sehr schön verfügbar. Haben wir da jetzt irgendwas? Nein. Alles klar, dann gucken wir uns das später einfach mal an. Wenn es mal soweit ist, aber die neue Forschung würde ich schon ganz gerne beginnen. Bevor ich das vergesse. So, ein leichtes Plasmagewehr wäre noch eine Idee. Leichtes Plasmagewehr wird wahrscheinlich die Laserwaffen irgendwann ersetzen. Wir haben ja irgendwann die Projektilwaffen versucht zu ersetzen durch Laserwaffen. Da sind wir, glaube ich, jetzt komplett durch. Und ich nehme an, die Laserwaffen werden irgendwann ersetzt durch die Plasmawaffen. Aber wir gucken erstmal. Wir haben eine Waffenentwicklung für 6 Tage, einen Skelettanzug für 7 Tage, eine Erzengelrüstung für 11 Tage. Das klingt schon ganz gut. Dank der supereffizienten Energiesysteme der Aliens dürfte es uns gelingen, einen Schutzanzug zu bauen, der imstande ist, über das Schlachtfeld zu fliegen. Das ist ja mal richtig fett. Kostet aber auch 11 Tage. Also EMP-Kanone will ich ehrlich gesagt momentan weniger. Bin immer nicht so ein großer Freund von EMP-Kanonen. Wir können auch eine Berserker-Autopsie mal durchführen. Komm, wir haben 2 Tage. Machen wir was Kurzes. Die Männer nennen diese Bestie den Berserker. Auch wenn er ähnlich gebaut ist wie der Muton, scheint er aus uns unbekannten Gründen sehr blutrünstig zu sein und dabei wenig Rücksicht auf seine Sicherheit zu nehmen. Mhm. Nun, in 2 Tagen wissen wir möglicherweise mehr. Kurze Frage, wie sieht es eigentlich mittlerweile die Verletzungsanzeige aus? Die meisten sind wieder im Dienst. Girard ist an einem Tag wieder im Dienst und der Yeti in 4 Tagen. Also von daher läuft es doch schon wieder ganz gut. Wir drücken auf Weiter und sind gespannt auf die nächste Mission. Forschung abgeschlossen, Titanrüstung. Okay, habe ich doch gerade gemacht. Das war ein bisschen seltsam, aber okay. Nach Aktivitäten scannen. Transfer abgeschlossen. Berserker-Autopsie fertig. Auch wenn es den bislang katalogisierten Butons ähnelt, ist dieses Exemplar anders als der Rest seiner Spezies. Unsere Soldaten nennen es den Berserker wegen seiner uncharakteristisch aggressiven Taktik im Gefecht. Er weist zwar den gleichen Körperbau auf wie die anderen Butons, aber aus bislang unbekannten Gründen scheint der Berserker in einer Art Blutrausch zu kämpfen. Er stürzt sich in den Kampf ohne Rücksicht auf seine eigene Sicherheit. Die aktuellen Theorien über den Grund dieses Verhaltens haben uns veranlasst, mögliche genetische Manipulation der endokrinen Drüsen des Testobjekts zu untersuchen, beziehungsweise der Drüsen, die in diesem Fall männliche Hormone auszuschütten scheinen. Ach ja, männliche Hormone sind Aggressionshormone, ich verstehe schon. Wenn die Aliens diese Drüsen verändert oder vergrößert hätten, könnte das die Ausbrüche des Berserkers erklären. Details über die Kampffähigkeit dieses Wesens sollten verfügbar sein, ja, wenn ich im Gefecht draufklucke, ist klar. Wir bekommen Kampfstimulantien und Neuraldämpfung. Kampfstimulantien. Dieser kräftige Stimulantien-Cocktail wurde aus einer Chemikalie destilliert, die in den Drüsen der Muton-Berserker vorkommt. Er verleiht unseren Soldaten kurzfristig einen Schub auf die wichtigsten Werte. Also ganz ehrlich, wenn es um Drogen geht, hätten wir jetzt gerade nicht eine außerirdische Rasse erforschen können. Das kriegen wir auch so ganz gut hin an die Menschheit. Und neue G-Modifikation verfügbar, Neuraldämpfung. Hilft mit plus 20 Willenskraft bei der Verteidigung gegen Psi-Angriffe und macht immun gegen Panik. Cool. Steht der Soldat unter Gedankenkontrolle, endet diese Kontrolle und der Soldat wird stattdessen eine Runde lang betäubt. Okay, es gibt also Gedankenkontrolle, das kann ja problematisch werden, ist klar. Dann werde ich gerade noch die Mektoiden autopsieren für 2 Tage. Es ist uns leider nur gelungen, das Kernstück des Anzugs zu bergen, obwohl auch die Leiche des Piloten unversehrt blieb. Die Konzeption des Ganzen erscheint mir sehr interessant. Eine äußerst gelungene Mischung aus hoher Flexibilität und außergewöhnlicher Festigkeit. Ja, das freut mich immer für die Aliens. In 2 Tagen wissen wir, wie gesagt, mehr. Und dann sind wir mit allen Autopsien noch erstmal durch. Satellitenabdeckung nun verfügbar über Australien. Cool. Mektoiden-Autopsie abgeschlossen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben, momentan lesen wir hauptsächlich viel. Da das Ektoid im Inneren dieser mechanisierten Kampfrüstung biologisch den bereits bekannten Exemplaren gleicht, konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit darauf, die Rüstung selbst zu zerlegen und ihre innere Funktionsweise zu analysieren. Natürlich in enger Zusammenarbeit mit Dr. Shens Team. Wie unsere Soldaten im Feld schnell festgestellt haben, ist dieser Anzug mit 2 erheblich größeren und leistungsstärkeren Plasmawaffen ausgerüstet als ein Standard-Sektoid. Die Rüstung selbst bietet dem Träger beträchtlichen Schutz, ist gleichzeitig aber erstaunlich mobil. Der Anzug kann über raues Gelände klettern und scheint selbst mit Treppen und anderen Hindernissen keine Probleme zu haben, da er sogar manövrierfähig genug ist, um bequem auch in beengter Umgebung zu operieren. Eine interessanteren Entdeckung war, dass die Schutzplatten der Rüstung offenbar die mentalen Kräfte der Sektoiden stören. Ich vermute, dass dies eine eher unbeabsichtigte Folge der verstärkten Panzerung war. Die Aliens opferten eine doch extrem mächtige Fähigkeit zugunsten von reiner Kampfkraft. Allerdings muss man berücksichtigen, dass die Außerirdischen diesen möglichen Nachteil durch den Einsatz einer neuen
Technologie ausgeglichen haben. Ein kleines Modul im Kern der Rüstung scheint als Verstärker für ihre telepathischen Fähigkeiten zu dienen. Zielt eine verbündete Einheit auf sie, entsteht keine telepathische Verbindung, sondern der Verstärker nimmt diese Energie und verwandelt sie in eine Art Schild um den Anzug. Unsere Truppen sollten von dieser Möglichkeit wissen, denn der Kampfanzug ist auch ohne diese zusätzlichen Schutzschild schon ein beachtlicher Gegner. Neue Technologien haben wir leider nicht bekommen. Schade. Aber wir werden es einer neuen Technologie mal widmen. Und zwar, ach komm, machen wir es gleich. Plasmagewehr einfach gleich von oben nach unten. So, kommt mal jetzt irgendwann eine Mission. Die verdeckte Operation müsste bald mal losgehen. In 3 Tagen, alles klar. Und eine Gießerei. Erstmals. Gießerei online. Ja, cool. Neues Werkstattprojekt brauchen wir gerade, glaube ich, nicht. Wir haben 7 Credits gerade gut gemacht. Aber wir können gleich mal was ausschachten, wenn wir schon dabei sind. Einrichtung bauen. Was haben wir denn für 7... Nicht genug Geld, um was auszuschachten. Was kostet das Ausschachten? Offensichtlich mehr als 7 oder mehr als 8. Aber gucken wir uns mal die Gießerei selbst mal an. In der Gießerei? Nicht gerade sehr hübsch. Aber für einige der interessanteren Projekte werden unsere Anpassungen hier unten sehr nützlich sein. Mein Gott, das hätte ich aber viel früher mir mal angucken sollen. Schwere Waffen- und Waffenplattform. Das Schiff ist eine unbemannte Gefechtsdrohne, die schon bald den Platz eines XCOM-Soldaten einnehmen könnte. Sobald dieses Projekt abgeschlossen ist, kann unsere Technikabteilung mit der Produktion von Schiffs beginnen. Alles klar, Alien-Granaten sind mir erstmal egal, nämlich nutze ich nicht wirklich, verbessere das Medikit. 125 Paragraphen, mein Gott. Die flexible Physiologie des dünnen Mannes hat uns auf die Verbesserungsideen für das Medikit gebracht. Wir glauben, dass wir die Heilwirkung einer einzelnen Anwendung um 50% steigern können. Was cool ist, dann könnte man dann also 6 Punkte heilen. Ein Schifflaser. Nachdem wir jetzt in der Lage sind, Hochleistungslaser herzustellen, könnten wir die konventionellen Miniguns unserer Schiffs gegen Laserkanonen tauschen. Also Schiffs haben wir noch nicht, deswegen speichern wir erstmal diesen Schifflaser. Drohnen abfangen. Nachdem wir jetzt in der Lage sind, Hochleistungslaser herzustellen, könnten wir die konventionellen Mini... Was? Also, wir sind zuversichtlich, dass sich unsere Pulsbogen zum Angriff auf gegnerische Drohnen aufrüsten lässt. Cool. Damit könnten wir für den Rest des Einsatzes die Kontrolle über die fliegenden Drohnen übernehmen. Über die kleinen? Nett. Munition sparen. 150 ist alles super teuer. Hallo? Könnte ich das bitte mal nach... Hallo? Ich finde es ja geil, dass das einfach automatisch irgendwann anfängt zu scrollen. Gut, dann nochmal bitte. Mutonrüstung enthält Servomotoren, die als automatisierte Waffenlader fungieren und so den Waffen mehr Munition ermöglichen, ohne dass der Soldat eine Pause zum Nachladen einzulegen braucht. Wir könnten die gleiche Technik für einige unserer Waffen adaptieren, was richtig geil wäre, nicht mehr nachladen zu müssen, also nicht mehr eine Aktion dafür zu verbrauchen. Verbesserte Pistole 1 und 2, das magnetische Rückstoßreduktionssystem bei einer unserer ersten Entwicklungen in der Gießerei reduziert. Gießerei reduziert drastisch den Rückstoß unserer Standardwaffen. Mit Hilfe der neuesten Materialien verbessert dieser Upgrade die Chance, unseren Soldaten einen kritischen Treffer zu erzielen. Was cool ist, aber wir nutzen die Standardwaffe gar nicht mehr. Und verbesserte Pistole 2. Wir haben eine experimentelle kryogenische Behandlung für unsere existierenden Schusswaffenläufe getestet, die den Hitzestauber Dauerfeuer reduziert. Das sollte die Zielsicherheit unserer Soldaten mit einer Pistole verbessern. Ah ja. Und dann haben wir noch einen Tarnsatelliten. Nach der Untersuchung der Kommunikationssignaturen der erbeuteten UFO-Navigationscomputer könnten wir unser Satellitennetzwerk so umrüsten, dass es die Kommunikation der Aliens imitiert. Dadurch wären unsere Satelliten für die Aliens erheblich schwerer zu entdecken. Interessant. Dann haben wir noch alle möglichen anderen verbesserten geilen Dinger. Wächterdrohne könnte man noch herstellen. Alles klar, eine geformte Rüstung, eine taktische Halterung, was bringt das? Die verstärkten Anforderungen an die taktische Flexibilität haben uns dazu gebracht, taktische Trag- und Befestigungssysteme zu entwickeln, die zu allen Individualschutzsystemen für XCOM-Soldaten kompatibel sind. Ich hatte gehofft, dass ihr es allgemein schon gemacht habt, aber gut. Dadurch können Soldaten einen zweiten Ausrüstungsgegenstand mit ins Gefecht nehmen. Das ist ja krass. Da könnte jeder eine geile Rüstung haben. Okay, ich habe für nichts davon wirklich Geld gerade, aber in 2 Tagen ist die verdeckte Operation fertig. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Geld. Anfrage von Indien. Du hättest gerne 2 Sucher-Racks. Ich habe 9 davon. Das ist gar kein Problem. Wir wurden von verbündeten Agenten kontaktiert. Der indische Geheimdienst möchte uns mit uns über einige unserer Sucher-Racks verhandeln. Offenbar will man dort die Sucher zerlegen und auf ihre Basis Waffen entwickeln für eigene verdeckte Operationen. Wir können als Gegenleistung für unser Material mit einer mehr als angemessenen Vergütung rechnen. 20 Paragraphen geht so, aber 3 Ingenieure sind ziemlich cool. Ich liefere die Gegenstände jetzt aus, weil Indien eh schon kurz vor der Panik ist. Wunderbar. Und ich würde gerade sagen, dass wir die verdeckte Operation noch nicht gleich beginnen, sondern erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis dann.